Heute möchten wir den Lack dieses Fahrzeuges mit dem Horstec TC216 überprüfen. Das Gerät lässt sich ganz einfach mit einem Druck auf den Sensor einschalten. Und schon kann man auch zu messen beginnen. Wir beginnen hier an der linken Tür. Und sehen hier eigentlich relativ einen Standardwert der Originaldicke des Lacks. Abweichungen von bis zu 30 Mikrometern bei der Standardlackdicke sind vollkommen in Ordnung, da die Lackoberfläche selbst eine wellige Struktur besitzt, wie zum Beispiel eine Orangenhaut. Dann gehen wir mal hier weiter hinten an den linken Kotflügel. Und hier sehen wir, dass die Werte schon über 50 Mikrometer abweichen. Weist darauf hin, dass hier eventuellerweise schon mit Klarlack, zum Beispiel mit Klarlack überlackiert wurde. Hier sind wir schon bei 177. Gucken wir mal hier oben. Dann haben wir wieder eine Standardlackdicke von 112 Mikrometer. Also hier muss definitiv in dem Bereich muss schon was gemacht worden sein. Und wieder 166. 179, es wird also immer höher. 189. Hier haben wir jetzt schon den doppelten Wert von der Standardlackdicke. 337. Hier sind wir bei 768, also hier muss definitiv in dem Bereich gespachtelt worden sein. Hier sind wir wieder bei 257, 880 und hier haben wir einen Wert von über 1000, also hier ist definitiv was gemacht worden. Wenn man hier genauer an das Fahrzeug rangeht, sieht man auch hier an der Seite eine unsauber, also abgeschliffene Kante. Also hier ist auf jeden Fall die Spachtelmasse nicht richtig abgeschliffen worden. Und das weist auf jeden Fall darauf hin, dass hier gespachtelt worden ist. Und dann haben wir hier noch einen Wert von über 946 Mikrometer. Also hier in dem Bereich ist definitiv gespachtelt worden. So, bisher zeigt das Gerät auch an, hier mit FE, dass wir auf Eisenmetall gemessen haben. Und das Gerät schaltet automatisch um zwischen Eisenmetall und Nicht-Eisenmetall. Ich habe hier zum Beispiel eine Standard-Kalibrierplatte aus Aluminium. Und wenn man diese abmisst, das Gerät zeigt 0 an, hat eine sehr stabile Werkskalibrierung, muss also eigentlich nicht nachkalibriert werden und zeigt auch jetzt hier automatisch NFE für Non-Ferrum an, dass das Gerät automatisch umschaltet. Hier haben wir eine Standard Dicke von 102 Mikrometer, die das Gerät auch sauber anzeigt. Und jetzt kann man hier noch mit einer zweiten Kunststoffplatte eine nachlackierte Stelle imitieren und zeigt dann den Wert von 202 Mikrometern an. Und diese Standarddickenplatte haben auch plus minus 2 Mikrometer. Also das Gerät misst auch sehr präzise.